können wir meine Krähenfüße auch operativ mit behandeln. Es gibt schon ein operatives Verfahren, wo man zum Teil die Krähenfüße behandeln kann. Das empfehle ich aber jetzt nicht unbedingt, weil es, denke ich, durch die Behandlung mit Botulinumtoxin wesentlich effektiver ist. Und gleichzeitig ist es häufig so, dass Patienten auch sagen, jetzt habe ich meinen müden, traurigen Ausdruck verloren, aber mich stört immer noch das Grimmige, bedingt durch die Zornesfalte. Genau. Hallo liebe Beauty-Freunde, hier ist wieder euer Thomas von der Praxis Kontur. Ich möchte euch heute mit der Nicole ein Thema näher bringen, das ist die Behandlung der sogenannten Krähenfüße und auch der Zornesfalte im Bereich des Gesichtes, insbesondere nach der Lidstraffung, die wir euch in einem vorhergehenden Video gezeigt haben. Und ich bitte euch, bleibt dran. Ja, liebe Nicole, schön, dass du dich heute auch bereit findest, ein bisschen zu deinem Thema zu sagen. Ich werde oft im Rahmen des ärztlichen Vorgespräches zur operativen Behandlung des Schlupfliedes gefragt, können wir meine Krähenfüße auch operativ mit behandeln? Es gibt schon ein operatives Verfahren, wo man zum Teil die Krähenfüße behandeln kann. Das empfehle ich aber jetzt nicht unbedingt, weil es, denke ich, durch die Behandlung mit Botulinumtoxin wesentlich effektiver ist. Und gleichzeitig ist es häufig so, dass Patienten auch sagen, jetzt habe ich meinen müden, traurigen Ausdruck verloren, aber mich stört immer noch das Grimmige, bedingt durch die Zornesfalte. Genau. Vielleicht magst du einfach dazu noch ein paar Kommentare geben. Selbstverständlich. Ja, das ist wieder die Synergie, die sich ergibt in unserer Praxis. Zum einen das Operative und ein ganzheitliches Bild ergibt sich für unsere Patienten nicht dadurch, dass eine Sache jetzt repariert ist, weil wir sind ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, jetzt ist das Dackellid weg, aber wir haben noch sehr tiefe Krähenfüße. Das sind hier die seitlichen Falten, die entstehen beim Lachen durch Kontraktion des Ringmuskels. Wir haben das Grimmige im Bereich der Zornesfalte, was auch oft Migräne auslöst. Und wir haben natürlich die querverlaufenden Stirnfalten. Das sind alles sogenannte mimisch bedingte Falten, die wir wunderbar beruhigen können. Stellt euch vor, wir würden mit Adobe Photoshop einen Filter darüber legen. Ja? Oder ihr habt bei Insta irgendeinen schicken Filter. So muss man sich das vorstellen. Ich werde diese Falten weichzeichnen. Und das mache ich mit minimalinvasiven Geschichten, genannt Botulinumtoxin, wenig. Aber effektiv. Man macht das etwa alle 4 bis 5 Monate. Der Erfolg stellt sich nach 1 bis 2 Wochen komplett ein. Man sieht das immer wunderbar, wenn die Menschen mich dann freudig anlächeln bei der sogenannten Kontrolle und sehen ihr Vorher-Nachher-Bild. Weil man vergisst ja, das kannst du mir auch bestätigen, wie man mal ausgesehen hat. Deswegen sind natürlich diese Vorher-Nachher-Bilder ganz wichtig. Und das Botulinumtoxin ist nicht, wie viele sagen, ein Gift. Das ist ein Protein, das im Prinzip ein Enzym hemmt. Und dieses Enzym verhindert, dass der Strom aus dem Nerv an den Muskel weitergeleitet wird. Das heißt, der Muskel macht nicht mehr den hier, sondern vielleicht nur noch so. Und im Gesicht haben wir die Besonderheit, dass der Muskel und die darüber gelegene Haut eine Einheit bilden. Je häufiger ich ihn hier hemme, umso glatter wird die Haut. Was will ich damit sagen? Wenn ich meinen Arm in Gips lege und nehme nach 4 Wochen den Gips ab, ist mein Bizeps weg und hat sich in Fett umgebaut. Das passiert auch hier. Das ist so toll, liebe Beauty-Freunde, das ist so toll. Das bedeutet nämlich über die Zeit, dass meine Faltentiefe immer weniger wird, weil, ohne Quatsch, wir können es hier tatsächlich gebrauchen, der Muskel wird in Fett umgebaut. Habt ihr das gewusst? Und wenn man das einmal verstanden hat, dieses Prinzip, vielleicht sogar an Migräne leidet und durch die Behandlung der Zornesfalte keine Migräne mehr hat für viele Monate, ich bitte euch, was gibt's Besseres? Und nicht vergessen, es ist ein Medikament in der Neurologie seit Jahrzehnten in Gebrauch und in den richtigen Händen ein Wundermittel. Ich kann es wirklich nur empfehlen, selbst wenn ihr schlecht geschlafen habt und eigentlich todmüde aussehen würdet und noch mehr die Falten anspannt. Kein Mensch sieht das, dass die Nacht furchtbar war. Ihr seht einfach frisch und erholt aus. Und das im Kombi mit seiner Lidstraffung ist das Top-Ergebnis für unsere Augenpartie. Das ist ein Gesamtkonzept, was wir euch anbieten können. Und da gehen die Synergien ineinander über. Und danke, dass du das auch so vorgestellt hast, Thomas. Und lasst euch beraten. Kommt her, wir freuen uns auf euch. Kommt zu uns. Ich habe noch eine ganz schnelle Zwischenfrage, weil vielfach wird ja immer gesagt, wenn ich mich mit Botox behandeln lasse, ich habe keine Mimik mehr, ich sehe starr aus. Unsinn. Empfinde ich auch als Unsinn. Ja, ich kann noch bewegen, ich kann noch lachen. Ja, ich spritze mir das seit 11 Jahren. Meine Stirn ist jetzt mit 51 glatter als mit 40.
und ich möchte da nie wieder darauf verzichten. Ich als Arzt, als Ärztin, ich kann das steuern. Meine Patienten können noch bewegen, sehen aber viel frischer und entspannter aus. Und ich vergleiche das immer mit einem Baby, was auf die Welt kommt, faltenfrei und hat ja trotzdem Mimik. So ist es. Und wir können mit dem Baby kommunizieren. Und deswegen halte ich das auch für ein Vorurteil, dass man sagt, wenn ich Botox im Gesicht habe, habe ich keine Mimik mehr. Ja. Das gehört aus meiner Sicht der Legende. Ja, und wenn es durch falsche Hände gemacht wurde oder viel zu straffe OPs gemacht wurden und vielleicht obendrauf noch Botox gespritzt wurde. Hallo! Das machen wir nicht. Ja, schaut uns an. Schaut euch immer die Beauty Docs an, die euch behandeln würden. Wenn ihr seht, das geht klar, die sehen noch normal aus, aber gut, ja, frisch, erholt, all das, dann ist es der richtige Arzt für euch. Bis bald!